Das Böse findet immer einen Meister, nicht wahr? Hallihallo, euer Pascal von Diamond Gaming hier und ihr seht schon, das neue Update ist heute rausgekommen, wo General Kenobi Skin rausgekommen ist. Ich habe mir den natürlich auch direkt gekauft. Und ich würde sagen, wir spielen heute direkt mal eine Runde Helden vs. Schurken. Link zu dem Spiel ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Da seht ihr ihn nochmal, den Skin von Obi-Wan Kenobi. Wer nicht weiß, woher der kommt, das ist aus South the Clone Wars. Die Folgen kenne ich alle. Guckt euch das auf jeden Fall an. Ich finde es cool. Zumindest fand ich es früher cool. Ich weiß jetzt nicht, ob das immer noch cool ist. Ich weiß jetzt auch nicht, ob da neue Folgen kommen. Ich glaube... Ah ja doch, eine 7. Staffel soll da jetzt neuerdings rauskommen. Ich freue mich drauf. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. So, gehen wir direkt mal in den Multiplayer, Helden und Schurken, Helden vs. Schurken. Da werde ich den jetzt hoffentlich mal ausprobieren, also wenn jemand anderes ihn nimmt. Ja, dann würde ich sagen, bei Helden vs. Schurken, Todesstern, ist glaube ich eher ganz praktisch. Aber wir müssen nur noch ein Ziel ausschalten. Ach, das heißt, ich war wahrscheinlich eben wirklich in der Runde, richtig. Nur, da ist mein... Ich werde dich töten. Na gut, also, aber Obi-Wan habe ich getötet. Das musste sein. Rache. Okay, let's go. Okay, wo haben wir jetzt hier? Als ich euch halbiert habe, hätte ich auf euren Hals ziehen sollen. Na, dann ist er nicht mehr halbiert. Dann ist es ja eher so, für was weiß ich. Aber es ist nicht halbiert. Weil es ist ja nur der Kopf da. Als ich euch halbiert habe, hätte ich auch auf euren Kopf zielen sollen. Und wenn er den Kopf ja halbiert, dann hätte er ihn ja nicht mal halbiert. Dann hätte er ja nur noch kleiner. Krasser Boy XD, okay. Also, diese Namensgebungen sind echt teilweise sehr kreativ. Boah, ich bin letzter. Das muss ich mir lassen, das ist richtig gut. Aber so richtig. Und... Wir nehmen uns natürlich direkt Obi-Wan. Ah, ein benötigter Spieler. Bis es losgeht, spule ich mal vor. In 40 Sekunden geht's los und ich hoffe, es geht auch wirklich in 40 Sekunden los und nicht erst in 2 Stunden. Nicht, dass wir hier wieder rausgeworfen werden. Vielleicht auch nochmal was zu dem neuen Update. Es hat sich eigentlich nicht viel verändert, das war auch eher so ein gezwungenermaßen schnell möglichst schnell ein Update dazu rausbringen. Erstens den Skin, okay, das war jetzt nicht gezwungenermaßen, aber den Skin haben sie rausgebracht, weil er cool aussieht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, die Hauptsache ist, die haben Spawner verändert, also in galaktischer Angriff. Da kriegt man jetzt keine Punkte mehr, weil es da so einen Glitch gab, womit man ultra viele Punkte generieren konnte und das war ziemlich unfair, wenn jemand das gemacht hat. Also man musste das natürlich dann zu zweit machen, aber trotzdem war es ziemlich unfair. Teilweise haben da Leute hunderttausende Punkte gehabt. Und deshalb, das wurde jetzt erstmal temporär gefixt, indem die das einfach unterbunden haben. Man kriegt keine Punkte mehr, wenn man bei jemand anderem spawnt. Ja.
Warte, wir sind ja auf der guten. Ah, verdammt, was ist denn jetzt los? Oh, was die verändert haben. Die haben jetzt diesen Schub, haben die auf die linke Seite geändert. Das ist nämlich jetzt nicht mehr auf der rechten. Weil vorher war das rechts der Schub. Deswegen hat mich jetzt gerade verwundert. Ich drücke R1 und denke mir so, warum macht er jetzt diesen Scheibenwischer-Move? Das ist jetzt wirklich, das haben die geändert. Tatsächlich. Ist immer so, da frage ich mich auch, warum? Warum? Es lief doch bisher immer gut. Nur weil Luke das auch so hat, heißt das ja nicht, dass sie das jetzt so machen müssen. Wir wissen doch beide, wie das ausgegangen ist, Kylo Ren. Genau so. Warum? Es ist vorbei. Ach, komm schon. Nein, ich bin das Ziel. Tschüss. Was ich an Obi-Wan liebe, ist echt, er kann richtig hoch springen. Höher als Luke Skywalker, und bisher dachte ich immer, Luke Skywalker konnte am höchsten springen. War ja auch bisher immer so, bis dann das Update rauskam. Ach, Mano. Komm schon. Ansonsten niemand frei? Okay. Yoda. Es gibt ja die Leute, die spielen lieber mit Blasterhelden, und es gibt die Leute, die spielen wieder lieber mit Laserschwerthelden. Ich bin so ein Typ, ich spiele lieber mit Laserschwerthelden. Natürlich bietet es auch Vorteile, wenn man einen Blaster hat. Man muss nicht erst auf die Gegner zurennen, aber wenn man so einen Obi-Wan hat, braucht man das auch eigentlich gar nicht. Erstens hat man diesen Defensivansturm. Und zweitens gedacht, dass ich mich im Alltag suche. Kann man sehr lange blocken, wenn man auf so einen Gegner zurennt. Okay, das war jetzt sehr unpraktisch. Aber also das bedeutet, wenn man Blasterschüsse abbekommt, das ist jetzt nicht so schlimm mit dem, vor allen Dingen, weil der sich so ultra stark hoch regenerieren kann. Deshalb finde ich jetzt Obi-Wan ist wirklich gut gelungen, und den finde ich immer noch am besten als Laserschwertheld. Ah, Moment, ich bin gleich das Ziel. Weg hier. Falls ihr ein Tutorial zu Helden vs. Schurken sehen wollt, dann guckt mal oben in die Infokarte. Da habe ich euch das Tutorial, was ich schon gemacht habe, dazu verlinkt. Nein. Och, Mann. Kylo Ren, das geht so nicht. Also wirklich. Kannst du nicht hier einfach jemanden töten? Du warst so dicht dran, einer von den Guten zu werden. Haha, tschüss. Ich habe so etwas schon mal gesehen. Einer weniger, beziehungsweise drei weniger. Ach komm schon, warum haust du denn ab? Du bist doch nur das Ziel. Ja, okay, der ist down. Ah, Mist. Ist jetzt... Ach so, sie ist das Ziel. Ey, Ziel. Ach, no. Sie springen halt einfach nur hinterher. Nope. Das Böse findet immer einen Meister, nicht wahr? Ah, Level 4. Warte, war ich nicht eben noch Level 2? Wie kann das sein? Wie kann ich so schnell Level 4 sein? Ich war doch eben Level 2. Und jetzt bin ich Level 4, ohne Level 3 zu werden. Was? Hoffentlich versuchen sie nicht irgendwas Dummes. Nur die Spannung. Hey, Kano. Komm her.
Es ist nicht so schlimm, wie du denkst. Oh, das doch. Ist keine Leidenschaft. Vielleicht schon. Gelassenheit. Tschüss. Sagt mal, Mandalorianer, aus welchem Clan stammt ihr? Wie ich sehe, habt ihr mich erwischt. Wo sind wir jetzt? Oh. Okay, das war Boba Fett, aber wo ist er? General, wir dürfen uns so nicht mehr treffen. Sehr gesichtet. Nur ein Sith kennt nichts als Extreme. Och, komm schon. Auch ihr verfolgt ihn. Also General Grievous müsst ihr eigentlich verlieren gegen Obi-Wan, wie wir alle aus dem dritten Teil wissen. Schaffen wir das? Schaffen wir das? Yeah! Also mit Luke Skywalker hätte man das ja nicht geschafft. Na toll. Gegen Feinde mit Jetpacks kämpfen wird auch nicht spannend. Nope. Ist er tot? Schade, war eine relativ kurze Runde. Ja, da würde ich doch sagen, machen wir einfach noch eine Runde. Ja. Yay, ein Fähigkeitenpunkt. Bringt mir so viel. Warum kriegt man neuerdings so wenig Credits? Waren doch immer so 400 oder so, die man bekommt. Normalerweise bekommt man mal 400. Ich nur 175. Ach so, weil ich so schlecht gespielt habe. Ja gut. An diesem Punkt splitte ich das Video in zwei Teile. Also ich bin jetzt aus der Zukunft. Also eigentlich von euch aus gesehen aus der Vergangenheit. Aber ich splitte den Part jetzt in zwei Teile, weil ich gerade gesehen habe im Schnitt, dass das Video ansonsten viel zu lang wird. Es ist ja jetzt schon 12 Minuten lang, also von daher... Ich verlinke euch den nächsten Part oben in der Infokarte. Bis zum nächsten Mal.